Wenn du dich fragst, wie du in Assassin's Creed Valhalla die Töchter Leons finden und vor allem besiegen kannst, dann solltest du dranbleiben, denn das zeige ich dir in diesem Video. Moin, mein Name ist Nico der Profi und heute dreht sich hier alles um die Töchter Leons und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht so lange drumherum. Das Video ist heute in drei Teile unterteilt. Zum einen zeige ich euch, was ihr für meine Taktik braucht, warum ihr überhaupt die Töchter Leons besiegen solltet und anschließend gehen wir dann ganz schnell die Kämpfe einmal durch, die wichtigsten Punkte von mir erklärt, worauf ihr achten müsst, damit ihr auf jeden Fall auch gewinnt. Fangen wir an mit der Taktik und zwar empfehle ich den Skill dem Tod von der Schippe. Der befindet sich hier auf der linken Seite und wie ihr hier im Video sehen könnt, ist es so, dass ihr die Zeit verlangsamt, wenn ihr im richtigen Moment ausweicht und das ist extrem hilfreich, denn so könnt ihr Schaden machen, weil die Töchter sich in der Zeit nur sehr langsam bewegen und das ist eben eure Chance. Die zweite Sache, die ich euch empfehle, ist die Fähigkeit Hakenspeer aufspießen und zwar auf der Stufe 2. Denn so, wie ihr hier auch im Video seht, könnt ihr euch Gegner ranziehen und direkt einen Hit machen. Das heißt, ihr müsst sie nicht mehr irgendwo reinziehen, sondern könnt direkt jedes Mal safe Schaden machen. Auch das ist extrem hilfreich gegen die Töchter, dazu aber später mehr. Falls ihr Hakenspeer aufspießen auf der Stufe 2 noch nicht habt, kein Problem. Einmal hier in Ace-Sexe gibt es das Ganze. Und zwar in der Stadt Kohlenkester und einmal hier oben, wo ich schon markiert habe. Bei mir ist es schon weg, weil ich es schon habe, aber es ist wirklich hier auf der Markierung. Kommen wir aber zu Punkt 2 und warum solltet ihr die Töchter überhaupt besiegen? Zum einen gibt es einfach 2 Skillpunkte pro Tochter, wenn ihr sie erfolgreich besiegt. Ihr bekommt jeweils einen Dolch und ganz wichtig, ihr bekommt immer einen Teil von Thors Rüstung. Und mit den Dolchen könnt ihr euch theoretisch sogar noch das vierte Teil der Rüstung holen. Dazu aber nochmal mehr in einem anderen Video, da werde ich auch darauf eingehen, wie ihr Thors Hammer bekommen könnt, denn das ist erst nach der Story möglich. Kommen wir also zum dritten Punkt und wir fangen direkt mit der ersten Tochter an. Die findet ihr hier in Grantabrekshire und zwar einmal hier, wo das Kreuz bei mir ist. Gonerill ist mit Stärke 90 die einfachste der drei Töchter und hier könnt ihr ganz gut mit dem Skill dem Tod von der Schippe und dem Hakenspeer aufspießen auf Stufe 2 arbeiten. Das heißt, ihr versucht einfach im richtigen Moment auszuweichen und werdet dann einfach euren Schaden machen, geht dann mit 2-3 Angriffen rauf und zieht euch dann wieder zurück. Den Hakenspeer könnt ihr immer dann einsetzen, wenn eine Hexe einen Angriff gerade beendet hat oder gerade dabei ist, einen Angriff zu starten, denn ansonsten teleportiert sie sich weg und ihr kriegt den Hakenspeer gar nicht erst angesetzt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr die Hälfte ihres Lebens abgezogen habt, fängt sie einmal so an, ein bisschen auszurasten, bekommt dann ein Double und fängt auch an, so riesige Giftkreise zu machen. Da müsst ihr einfach aufpassen, dass ihr da rauskommt. Dann bekommt ihr da auch keinen Schaden. Und dem Double müsst ihr einfach ausweichen. Das kann euch auch Schaden machen. Und wenn ihr dann die erste Hexe besiegt habt, dann bekommt ihr auch einen Erfolg bzw. eine Trophäe, je nachdem, auf welcher Plattform ihr spielt. Kommen wir dann einmal zur zweiten Tochter. Das ist Regan. Die befindet sich hier in East Angla und die befindet sich einmal hier bei meinem Marker bzw. wieder hier auf dem Kreuz. Regan ist auf jeden Fall schon stärker als Gonerill und hat, glaube ich, eine Stärke von 150 irgendwie um den Dreh. Die Taktik bleibt hier gleich. Also ihr versucht wieder auszuweichen und dann euren Schaden zu machen und ihr setzt ebenfalls wieder den Hakenspeer ein. Die Besonderheit bei ihr ist jetzt hier, dass sie schon von Anfang an ein Double hat, das heißt, da müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, auch wenn ihr in diesem Zeitlupen-Modus seid, kann euch das Double Schaden machen, das heißt, es bringt euch dann manchmal aus dem Tritt, da müsst ihr auf jeden Fall drauf aufpassen. Ansonsten bietet sich es auch ganz gut an, hier auf Distanz zu bleiben, weil dann fängt sie an, so einen Angriff zu machen, wo sie auf euch zuspringt. Da könnt ihr relativ leicht ausweichen und dann direkt euren Schaden machen. Auch hier ist es wieder so, wenn ihr ihr die Hälfte ihres Lebens abgezogen habt, fängt sie wieder an, so ein bisschen aufzudrehen. Da müsst ihr einfach aufpassen, dass sie euch nicht anzündet und falls doch, dann macht ihr einfach eine Doppelrolle mit X gedrückt halten oder Viereck gedrückt halten und dann seid ihr auch wieder gelöscht. Kommen wir dann zur dritten im Bunde, das ist Cordelia, die befindet sich ebenfalls in East Angla und ist einmal hier bei meiner Markierung wieder. Bei euch werden die übrigens mit großen blauen Punkten angezeigt, das heißt, ihr findet die auch sehr, sehr easy. Cordelia hat eine Stärke von 340, ist die stärkste im Bunde und auch die nervigste meiner Meinung nach. Und ihr könnt hier ganz gut mit einem Abstand von, sag mal, 2 Personen arbeiten, dann habt ihr genug Zeit, um zu reagieren. Bei ihr ist das Besondere, dass sie in so einem Dreier-Pattern angreift, das heißt, sie macht immer 3 Angriffe nacheinander. Da könnt ihr euch so ein bisschen drauf einstellen, dass ihr einfach genügend ausweicht. Aber auch hier geht die Taktik, ausweichen, Schaden machen, Hakenspeer einsetzen, wenn es sich anbietet. Und ihr werdet einfach, je nachdem, welches Stärke-Level ihr habt, viel weniger Schaden machen als gegen die anderen beiden. Da müsst ihr euch auch so ein bisschen drauf einstellen, das heißt, der Fight dauert ein bisschen länger. Da aber einfach konzentriert bleiben und dann passt das auch. Noch ein ganz wichtiger Punkt bei ihr ist, dass sie sich manchmal wegportet und so Geister auf euch schickt, beziehungsweise Double. Und hier ist ganz wichtig, dass ihr ausweicht, sobald diese Geister neben ihr stehen. Nicht, wenn sie losschickt, sondern wenn sie neben ihr stehen. Ansonsten seid ihr zu spät und ihr bekommt Schaden. Und das ist auch nicht wenig Schaden und sie kann euch auch 3 Mal nacheinander damit treffen. Und dann seid ihr einfach tot und das wäre sehr ärgerlich.
Ansonsten bleibt einfach sehr ruhig und spielt euer Spiel darunter. Bei mir gab es auch nochmal eine Szene, wo sie mich fast tot hatte. Also ich hatte irgendwie noch so gefühlt ein HP und habe das Ganze dann trotzdem noch geschafft. Da also einfach locker durchatmen und euer Spiel runterspielen, das wird schon. Was auch noch wichtig ist, sind ihre komischen Blitzattacken. Das sind dann deutlich mehr als bei den anderen beiden. Da müsst ihr einfach vorwegrennen oder ausweichen, je nachdem. Passt auf jeden Fall auf, dass ihr euch da nicht in dem Kreis befindet. Das wird euch auch sehr viel Damage machen. Ich habe übrigens alle drei auf einem Stärke-Level von 170 besiegt und das Ganze auf dem vorletzten Schwierigkeitsgrad. Ist also für euch auf jeden Fall drin. Wie immer bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, denn so wird das Video auch anderen angezeigt. Das heißt, das hilft mir am Kanal weiter. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao.